Die Diskette. Ah, hier. Okay. Sternschnuppenkanone, okay. PA, bitte melde dich. Zum Abfeuern der Sternschnuppen nimm einen Planeten ins Visier und gib auf der Schalttafel alle Informationen zu diesem Planeten ein. Den Buchstaben des Planetentyps, die Lieblingsfarbe der Bewohner, die gefragten Sternschnuppeneinheiten und die richtige Temperatur. Vor dem Abfeuern bitte den Planeten erneut ins Visier nehmen und anklicken. Zum Abfeuern der Sternschnuppen drücke im Kamerabild auf den roten Knopf. Okay, Planetentyp A, Lieblingsfarbe der Bewohner rot, Sternschnuppeneinheit 10 und Temperatur 200. Wie war das nochmal? Kleiner Scherz am Rande. So. Und Schuss. Jawohl. Jetzt schießen wir Lolopolis ab. Hui, Feuerwerk, toll! Okay, weg hier. Und jetzt? Was nun? Ja! Ich habe die Nachricht mit der Sternschnuppenkanone abgefeuert! Okay, die Nachricht müsste dann wohl in Lolopolis angekommen sein. Jetzt musst du nur noch am Mars-Totem den passenden Farbcode für Lolopolis eingeben. Dann geht's los. Kannst du mir den Code sagen? Den Code? Hahaha. So, ich bin heute so witzig. Nein, aber der Robby, der kann den Code für Lolopolis sicher bestimmen. Frag ihn mal. Wer ist Robby? Das ist der kleine Roboter in unserer Wohnkugel. Bis dann. Ah, okay. Bis dann. So. Robby. Bist du der Robby? Okay. Ja, hier, Robby. Was gibt's? Sag mir bitte den Farbcode zum Beamen nach Lolopolis. Für Farbcode brauche ich Objekt aus Zielort. Ah, okay. Alles klar. Hier. Die Weinfarben haben wir. Objekt, Fischdose, Herkunft Lolopolis. Farbcode für Lolopolis lautet Orange, Grün, Gelb, Gelb, Blau, Rot, Lila, Grün. Blau, Orange, Rot, Rot. Was? Was ich vorhin sagen wollte, die Weintrauben haben wir übrigens immer noch. Nee, oder? Das ist jetzt ein Schnellmerker, oder wie? Objekt, Fischdose, Herkunft, Lolopolis. Farbcode für Lolopolis lautet Orange, Grün, Gelb. Gelb, Blau, Rot, Lila, Grün, Blau, Orange, Rot, Rot. Orange, Grün, Gelb, Gelb, Blau, Rot, Lila, Grün, Blau, Orange, Rot, Rot. Okay, hoffen wir, dass das stimmt. Ich habe hier ein eingebauten Mikrochip. Hoffen wir, dass es stimmt. Nee, ich habe mir das jetzt nebenbei aufgeschrieben. Hinter diesem Amulett verbirgt sich der Beamer des Mars-Totem. Wenn am Zielort ein Beam-Empfangsgerät bereitsteht, kann der Beamer konfiguriert werden. Gebe dazu am Amulett den passenden Farbcode für das Ziel ein. Klicke hierzu in der richtigen Reihenfolge auf die farbigen Blütenblätter des Amuletts. Gib dazu, okay? So, lieber PA. Okay, Orange, Grün, Gelb, Gelb, Blau, Rot, Lila, Grün, Blau,
Orange, Rot, Rot. Farbcode war korrekt. Ja. Fertig zum Beamen. Woher weiß er, wo wir überhaupt hinwollen? Los, okay, zurück nach Lolopolis. Jetzt explodiert alles. Jui! Batsch! Ins Baumhaus! Zu Lolli und Pop. Du hast es geschafft. Du hast uns Pingi zurückgebracht. Ja, hab ich. Vielen Dank, dass du unseren Pingi gerettet hast. Bitte, wir bitte. Wir sind ja so froh. Ja, ich auch. Wir dachten schon, er käme nie mehr zurück. Ich auch. Und wir sehen ihn nie wieder. Aber glücklicherweise warst du da. Ja. Das werden wir dir nie vergessen. Nein. Bleib doch noch ein bisschen bei uns. Wenn du willst, kannst du mit der Seifenblasenmaschine spielen. Nein. Schütte einfach das Maßwasser aus der Flasche in den roten Trichter und suche dir dann aus, was du machen willst. Dann viel Spaß. Danke, okay. Sorry, Leute, aber ich habe jetzt echt nicht mehr die genügende Energie dazu, diese Seifenblasenwassermaschine zu betätigen. Okay. Das war Lolli und Pop. War ein bisschen älteres Spiel für zwischendurch mal. Und ja, es hat mir Freude gemacht, das wieder mal durchzuspielen. Und ich verschüsse mich jetzt. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Bombig oder weiß der Kuckuck was. Ich gehe ja jetzt. Notausgang. Auf jeden Fall, tschüss, Leute, und bis zum nächsten Mal. Thank you.